Herr Präsident. Gestern wurde der Fall Sagan von dem Angeklagten behandelt. Er hat darüber, was seine eigene Beteiligung anlangt, nur mit wenigen Sätzen gesprochen. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass er unmittelbar beteiligt war. Und zwar auch schon vor der Erschießung der Flieger. Die beiden Zeugen Westhoff und Wielen haben nach meiner Auffassung das Beweisergebnis zugunsten des Angeklagten geändert. Ich bitte nun das Gericht, mir zu sagen, ob der Angeklagte noch sich darüber auslassen soll, in welcher Weise er aktiv an dieser Sache beteiligt war. Oder ob dem Gericht die Behandlung der Sache genügt. The tribunal thinks that if the defendant has knowledge of facts connected with it, he'd better give them. He needn't give them in any greater detail than is necessary. But in view of the evidence of the witness Wielen, I think he ought to deal with it. Sie haben gestern bekundet, erstmals nach dem Fall Sagan Kenntnis bekommen zu haben. Bleiben Sie heute dabei. Ja. In welcher Weise sind Sie dann später mit dem Fall Sagan betraut worden? Und was haben Sie in dem Fall Sagan getan? Ich bin mit dem Fall Sagan nie betraut worden, sondern ich habe circa 6 Wochen nach diesem Ereignis davon Kenntnis bekommen. Ich war zur Zeit der Flucht der Flieger, zur Zeit der Befehlsgebung, die meiner Ansicht den Weg Hitler, Himmler, Müller, Nebe gegangen ist, vielleicht auch Himmler, Fegelein, Nebe, das weiß ich nicht, nicht in Berlin anwesend, sondern in Ungarn, mit verschiedenen Zwischenstationen, bis zuletzt in Meran, bei Reichsminister Speer. Ich bin am 2. oder 3. April nach Berlin zurückgekommen. In diesem Zeitpunkt hatte mir noch niemand davon Meldung gemacht oder Mitteilung gemacht. Ich habe erstmals von der Affäre gehört, als das Auswärtige Amt Vorstellungen erhob bzw. verlangt hat von Nebe und von Müller, Aufklärungen, damit es eine Note beantworten könne, die, glaube ich, durch die Schutzmacht an das Auswärtige Amt gerichtet worden war. Die Darstellung des Zeugen General Westhoff ist meiner Ansicht nach irreführend. Er sagte, circa 4 Wochen, glaube ich, sagte er, nach der Erschießung sei er bei einem anderen Gespräch mit mir auch auf Sagan zu sprechen gekommen. Ich glaube, dass dies mindestens 6 Wochen nachher gewesen sein müsste. Es müsste sich feststellen lassen, wann das Auswärtige Amt die Anfrage gerichtet hat. Dann wäre der Zeitpunkt vollkommen klar feststellbar. Als Sie dann später mit Müller und Nebe sprachen, was wurde bei dieser Besprechung als Tarnung besprochen und ausgedacht? Es wurde weder eine Tarnung ausgedacht in unserem Amt noch besprochen, sondern als Müller und Nebe erklärten,
dem Auswärtigen Amte Rede und Antwort stehen zu müssen und mir aus diesem Grunde zum ersten Mal von dem fürchterlichen Befehl Kenntnis gab, fragte ich Sie, wer hat Ihnen das befohlen? Worauf Sie mir erwiderten, Himmler. Ich sagte Ihnen, Sie mögen sich sofort auch daher an diesen Auftraggeber richten und mögen ihn fragen, wie nunmehr der Fall weiter zu behandeln sei. Ich lehnte jeden Konnex mit dieser Sache ab. Sie war mir bis dorthin unbekannt und zu schmutzig. Ist dann nicht davon gesprochen worden, man wolle angeben, die Flieger seien durch Bomben umgekommen oder sie seien auf der Flucht erschossen worden? Solche Äußerungen... Augenblick. Was wissen Sie in dieser Beziehung? Solche Äußerungen... Ich bin noch nicht fertig. Der Zeuge Schellenberg hat diese angeblichen Gespräche als Zeuge bekundet. Solche Worte mögen gefallen sein. Es ist ja dargestellt worden, die ganze Großfahndung, die gelaufen hat. Es sind bei dieser Großfahndung Erschießungen vorgekommen. Es sind bei dieser Großfahndung auch Deutsche erschossen worden. Es ist ein SS-Oberführer im Elsass erschossen worden, als er bei einer Ortssperre, die im Zuge dieser Großfahndung errichtet war, auf das Haltesignal seinen Wagen nicht angehalten hat und verschiedene andere Zeugefälle. Es sind auch, wie mir gesagt wurde, von den Fliegern 2 oder 3 Männer durch Bomben getötet worden. Ich glaube, es war in einer Ostseestadt, in Kiel oder in Stettin. Es sollen bei diesem Unglück auch 2 Kriminalbeamte ums Leben gekommen sein, deren Witwen später Pensionen bezogen haben. Auch das müsste sich feststellen lassen. In diesem Zusammenhang ist bestimmt auch von Bomben, von Verlusten durch Bomben gesprochen worden. Aber eine Tarnung des gesamten Vorganges wurde bei uns im Amte nicht besprochen, sondern jedenfalls die Antwort bei Himmler im Hauptquartier von Müller und von Lebe mit Himmler fertiggestellt. Diese beiden sind sofort nach der Anfrage des Auswärtigen Amtes zu Himmler ins Hauptquartier geflogen, das weiß ich. Wollen Sie also damit sagen, dass die Erklärung, die Flieger seien durch Bomben oder auch umgekommen oder auf der Flucht erschossen worden, nicht von Ihnen stammt? Nein, bestimmt nicht. Sie stammt nicht von mir. Die Anklage macht Ihnen im Rahmen der Kirchenpolitik des Amtes 4 Folgendes zum Vorwurf. Es seien die sogenannten Bibelforscher häufig zum Tode verurteilt worden. Und zwar lediglich deshalb, weil sie aus ihrer inneren Überzeugung heraus es ablehnten, irgendwelchen Kriegsdienst zu tun. Ich frage Sie, ist Ihnen dieser Sachverhalt bekannt? Und in welcher Weise haben Sie an dieser Frage mitgewirkt? Die deutsche Rechtsprechung hatte als Grundlage zum Vorgehen gegen die Sekte der Bibelforscher meines Wissens das Gesetz zum Schutze der Wehrkraft des deutschen Volkes genommen. In diesem Gesetz wird jeder mit Freiheit oder Todesstrafe bedroht, der die Wehrkraft des deutschen Volkes schädigt, dadurch, dass er den Kriegsdienst verweigert. Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmung haben die Gerichte, sowohl Militärgerichte als Zivilgerichte, auch Todesurteile gegen Bibelforscher ausgesprochen. Todesurteile durch die geheime Staatspolizei sind natürlich nicht erfolgt. In diesem Zusammenhang ist wiederholt
von einer unbilligen Härte gegenüber glaubensbedingter Einstellung dieser Sektenangehörigen gesprochen worden. Ich habe sowohl an die Parteikanzlei, als an das Justizministerium, als an Himmler, als in meiner Nachrichtenerstattung an Hitler auf diesen Umstand hingewiesen und habe in mehreren Besprechungen bei Dirac verlangt, dass diese Art Rechtsprechung eingestellt werde. Der Erfolg ist in zwei Stufen eingetreten. Sofort bei der ersten Besprechung hat nach Rückfrage Diracs bei Bormann und bei Hitler, bei dem er allerdings nicht vorgekommen war, eine Weisung an die Staatsanwaltschaften, an die Oberstaatsanwaltschaften herausgegeben, dass bereits gesprochene Urteile zu inhibieren seien. Bei einer zweiten Besprechung konnte ein weiterer Schritt erfolgen, nämlich der, dass überhaupt die Staatsanwaltschaften Weisung bekamen, keine Todesurteile mehr zu fordern. Die dritte Stufe ist die gewesen, dass Bibelforscher nicht mehr vor Gericht gestellt wurden. Ich halte es für einen ausgesprochenen Erfolg meiner persönlichen Intervention bei Dirac, die später auch einmal bei Hitler selbst besprochen worden ist, dass diese Rechtsprechungsart gegen diese Sekte restlos beseitigt worden ist. Ich lege nunmehr ein Dokument vor, 1063... Ich bitte, ergänzend dazu noch Folgendes sagen zu dürfen. Dieser Vorgang und diese Änderung in der deutschen Rechtsprechung ist auch damals schon im Ausland bekannt geworden. Ich weiß jetzt genau noch, dass sich bei mir ein Schwede, ein sehr berühmter Mediziner, persönlich bedankt hat und erklärt hat, diese Tat sei in Schweden wohl vermerkt worden. Dr. Kaufmann, this really is unnecessary detail about what happened about some Swedish person outside Germany, as to what view they took of his action. Ja, komme, lege dann das Dokument 1063 D vor, US-Beweisstück 219. Es ist eine Anordnung des Chefs der Sicherheitspolizei vom 17.12.1942. Ein Geheimschreiben. Es richtet sich an alle Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD. Und nachrichtlich an Pol, die höheren SS- und Polizeiführer und die Inspekteure der Konzentrationslager. Es betrifft eine Anordnung, wonach mindestens 35.000 arbeitsfähige Personen bis spätestens Ende Januar 1943 in Konzentrationslager einzuliefern seien. Das Schreiben trägt die Unterschrift Müller. Ich frage Sie nun, ist Ihnen dieses Schreiben oder überhaupt ein solcher Vorgang bekannt? Mir ist weder das Schreiben noch der Vorgang bekannt. Aus dem Datum ist ja selbst ersichtlich. Langsam. You give us the number again. 1063D, US-Beweisstück 219. Aus dem Datum des Schreibens ist ersichtlich, dass es vor meiner Dienstübernahme erlassen worden ist. Es ist mir auch nachher nicht zur Kenntnis gebracht worden. Die Unterschrift lautet Müller, der im Auftrage, wie aus Zeile 2 hervorgeht, Himmlers gehandelt hat. Es ist aber ein typischer Fall des Beweises, wie unumschränkt Müller Vollmacht und Vertrauen Himmlers gehabt hat, wenn er solche Erlasse herausgeben konnte. Aus dem ganzen Sachverhalt
entnehme ich auch, es ist hier ein Termin Ende Januar 43 gestellt. Dass mit dieser Fall nicht vorgetragen worden ist und sein konnte. Die Anklage macht sie in folgendem Zusammenhang verantwortlich. Es besteht eine Vereinbarung, bestand eine Vereinbarung zwischen dem früheren Justizminister Thierack und Himmler vom 18. September 1942, wonach Juden, Polen und so weiter einem polizeilichen Strafverfahren unterworfen werden sollen, anstelle der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ich frage Sie, ist Ihnen eine solche Vereinbarung bekannt geworden? Wenn ja, welche Versuche haben Sie unternommen, um die ordentliche Gerichtsbarkeit soweit irgend möglich wieder einzuführen? Eine solche Vereinbarung zwischen Thierack und Himmler ist mir nicht bekannt. Sie ist, wie Sie sagten, im Herbst 1942, glaube ich, geschlossen worden. Ich habe aber wiederholt und immer wieder in der Richtung gearbeitet und Vorschläge gemacht, jede Polizeigerichtsbarkeit zugunsten eines ordentlichen Verfahrens aufzuheben. Ich bin Jurist und habe aus diesem Grunde vor den Gerichten mehr Achtung besessen als Himmler. Dies war einer der Hauptgründe dafür, dass wir uns nie verstanden haben. Und eine der wichtigsten Auseinandersetzungspunkte in unserer ersten Besprechung schon 1942 in Berchtesgaden. Ich verstehe auch Thierack nicht, dass er eine solche Vereinbarung mit Himmler geschlossen hat, weil er später, wie ich selbst weiß, wiederholt gegen die Polizeigerichtsbarkeit aufgetreten ist. Ich komme nunmehr zu der Frage, ob Sie von der Vernichtung des Warschauer Ghettos Kenntnis gehabt haben, die im Jahre 1943 stattfand. Es liegt darüber ein Bericht vor des SS-Polizeiführers in Warschau namens Strob an den Polizeigeneral Krüger über die sogenannte Lösung der Judenfrage in Galizien. Ich frage Sie nun, wann haben Sie von dieser Lösung der Judenfrage in Galizien Kenntnis erhalten? Und haben Sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um diese Lösung nach Möglichkeit zu verhindern? Ich muss hier zuerst erklären, dass es ein hier vielleicht zu wenig bekannter, aber ungeheurer Machtapparat Himmlers gewesen ist, den er sich durch die direkte Unterstellung der höheren SS- und Polizeiführer in den besetzten Gebieten geschafft hatte. Dem höheren SS- und Polizeiführer, in diesem Falle zum Beispiel im Generalgouvernement Krüger, sind die SS- und Polizeiführer unterstanden, also dieser Stroh. Und von einer Aktion, die von Himmler über Krüger zu Stroh befohlen gewesen ist, ist keine Reichsstelle weder vorher noch nachher beteiligt oder verständigt worden. Von einem solchen Befehl hat Berlin auch bestimmt nichts gewusst vorher. Es ist nachher, wie lange nachher, kann ich nicht sagen, über das Warschauer Ghetto im In- und Auslande gesprochen worden und
geschrieben worden und die größten Vorwürfe des Auslandes erhoben worden. Ich habe schon gestern hier begonnen klarzustellen, dass ich dem Reichsführer Himmler in diesem Zusammenhang die ersten dokumentarischen Unterlagen, die ich für seine Maßnahmen und Politik in der Hand hatte, nach meinem Führervortrag im November 1943 gehalten habe. Ich habe ihm bei diesem Zusammenhang von Warschau bestimmt auch gesprochen, als einen der Vorwürfe, die gegen ihn und seine Judenentlösung erhoben werden im Ausland. Eine Zwischenfrage. Wann lag dieser Vortrag zeitlich im Verhältnis zu dieser Judenaktion in Galizien? Ich weiß nicht mehr, wann diese Aktion gewesen ist. Mein Vortrag bei Himmler, zuerst bei Hitler und einen Tag später bei Himmler, war im November 1943. Ich komme dann zu einem von der Anklage bereits erwähnten Dokument L53, US-Beweisstück 291. Die Anklage macht den Angeklagten als Chef der Sicherheitspolizei und des SD verantwortlich für die Säuberung, wie es heißt, von SIPO und SD Gefangenenlagern und von Konzentrationslagern. Es handelt sich bei diesem Dokument um einen Brief des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Radom vom 21. Juli 1944. Danach hat der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD des Generalgouvernements angeordnet, dass alle die genannten Gefängnisse gesäubert und die Insassen liquidiert werden sollten. Sehen Sie sich dieses Dokument an, Absender und Unterschrift, und geben Sie dann eine Erklärung hierzu ab. Insbesondere zu der Frage Ihrer Kenntnis von diesen Vorgängen. Ich verweise wieder auf das eben Gesagte. Dieser Befehlsweg liegt im Bereich eines höheren SS- und Polizeiführers eines besetzten Gebietes. Der Befehlsweg Himmler, höheres SS- und Polizeiführer, sein Sachbearbeiter, sein BDS und dessen Kommandeur Sicherheitspolizei hat mit einer zentralen Befehlsgebung aus Berlin auch nicht das Geringste zu tun. Sie wollen also sagen, dass diese höheren SS- und Polizeiführer unmittelbar Himmler unterstanden? Jawohl. Wollen Sie auch weiter sagen, dass Sie als Chef des Reichssicherheitshauptamtes keine Möglichkeit hatten, in Befehle und Anordnungen solcher höheren SS- und Polizeiführer einzugreifen? Das war ausgeschlossen, denn Sie sind Himmler unmittelbar unterstanden. Ich konnte auf einem anderen Wege gegen solche Männer vorgehen. Und dies wird bei der Vernehmung des Angeklagten Frank unbedingt in Erscheinung treten. Ich habe selbstverständlich nachrichtendienstlich wiederholt von Entgleisungen oder Verbrechen solcher Befehlswege gehört und habe zum Beispiel gegen die Person Krüger im Generalgouvernement auf das heftigste Stellung genommen. Es ist auch auf mich zurückzuführen gewesen, dass Krüger von seinem Posten aus Krakau entfernt werden musste. Dies muss sich auch aus dem Tagebuch Frank ergeben. Ich komme zu einem weiteren Dokument. 1573 PS, US-Beweisstück 498. Die Anklagebehörde
macht den Angeklagten als Chef des Reichssicherheitshauptamtes dafür verantwortlich, dass in Abänderung der bisherigen Methoden Zwangsarbeiter in die Rüstungen verbracht worden seien. Das vorliegende Dokument ist ein Geheimbefehl, der wiederum von Müller unterzeichnet ist. Er richtet sich an alle Polizeistellen. Das Datum 18. Juni 1941. Er betrifft Maßnahmen gegen die aus dem großrussischen Raum stammenden Emigranten und Zivilarbeiter. Danach sollen zur Verhinderung der eigenwilligen Rückkehr und zur Verhinderung von Störungsversuchen die betreffenden Personen gegebenenfalls in Haft genommen werden. Diese Leute dürfen bis auf Weiteres ihren Aufenthaltsort nicht mehr verlassen. Es sei denn mit Genehmigung der Sicherheitspolizei. Und unerlaubtes Verlassen des Arbeitsplatzes wurde mit Festnahme bedroht. Sind Ihnen derartige Vorgänge bekannt? Nein, ich kann auch hier nur darauf verweisen, dass dies ein Befehl Müllers erlassen, 1,5 Jahre vor meiner Beauftragung ist. Er hat in seiner unmittelbaren Unterstellung zu Himmler und in seinem ungeheuren Macht- und Vollmachtsraum keinen Anlass gefunden, mich hiervon auch später zu unterrichten. Wie ist es zu erklären, dass Müller überhaupt in der Lage war, eine derartige Machtbefugnis zu entwickeln und auch während ihrer Zeit 1943 bis 1945 weiter aufrechtzuerhalten, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, diesen Mann abzustoppen? Ich frage Sie deshalb, war Ihnen grundsätzlich bekannt, dass Müller diese Machtbefugnis innehatte? In diesem Zusammenhang wollen Sie dem Gericht sagen, wie groß das Amt 4 der Geheimen Staatspolizei war und wie es möglicherweise zu erklären ist, dass Sie über diese Hunderten und Tausende Befehle und Anordnungen nicht orientiert worden sind. Müller war Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes. Wann er es geworden ist, weiß ich nicht. Ich muss annehmen, es war schon im Jahr 3 oder 4 oder 35 spätestens. Aber schon viel früher hat er, wie ich heute weiß, engste Beziehung zu Himmler und später zu Heydrich. Er ging aus der Bayerischen Landespolizei hervor, wo ihn Himmler kennenlernte. Er hat sein persönliches Vertrauen mindestens 12 oder 15 Jahre lang besessen. Er hat mit ihm jede Aktion, die Himmler in seinem Machtdrange oder in seiner Zielsetzung als Chef der deutschen Polizei auf staatspolizeilichen Gebiete befohlen hat, mitgemacht und durchgeführt. An diesem Vertrauensverhältnis ist, möchte ich sagen, 12 oder 15 Jahre gebaut worden und unerschüttert geblieben bis zum letzten Tag des Krieges. Müller hat ja auch den Befehl gehabt, bei Himmler oben zu bleiben. Müller ist ja auch in Berlin oben geblieben.
Er hat sich auf ihn als sein blindes Werkzeug und Vertrauensinstrument allein abgestützt. An mich sind diese Dinge restlos vorbeigegangen. Dr. Kaufmann, the question that you put to him, or rather the questions, for you put several, he doesn't seem to be answering the main one, which was whether he knew of these actions of Müller. A long speech now about how much confidence Himmler had in Müller. Hasn't said anything else yet. Herr Präsident, ich glaube, gerade diese Frage müsste doch etwas ausführlicher behandelt werden, denn das, was der Gestapo und Müller zur Last gelegt wird, wird auch ihm zur Last gelegt als Chef der Organisation. What I was pointing out to you, Dr. Kaufmann, was that you'd asked him several questions in one. And the main part of the question was whether he knew that Müller had these powers and was exercising them. Beantworten Sie diese Frage jetzt sofort, kurz und klar. Das Verhältnis zwischen Himmler und Müller war ein so unmittelbares und vertrauensvolles, ob Sie Kenntnis gehabt dass haben. Er keinen Anlass gehabt hat, mir irgendwelche Berichte zu machen. Ich habe keine Kenntnis gehabt, und Himmler hat ausdrücklich schon im Dezember 1942 erklärt, dass Amtschef 4 und Amtschef 5 ihm unmittelbar unterstellt bleiben, wie es seit dem Tode Heydrichs gewesen sei. Nun wird man Ihnen vorhalten, dass aufgrund gewisser Zeugenaussagen und sonstigen Beweismittel davon ausgegangen werden muss, dass Amtschefsbesprechungen zwischen Ihnen und Müller stattgefunden haben. Und dass es unwahrscheinlich erscheint, dass Sie in großen Zügen über das nicht orientiert gewesen sind, was Müller dekretiert hat. Ist dieser Vorwurf nicht zunächst berechtigt? Er scheint berechtigt zu sein, er ist es aber nicht. Was hier Amtschefbesprechung genannt wird, war ein, nicht jeden Tag, aber sagen wir drei- oder viermal wöchentlich, gemeinsames Mittagessen mit Amtschefs, Adjutanten und zufällig in Berlin anwesenden Gästen. Schon dieser persönliche Rahmen hat es ausgeschlossen, dass interne oder gar geheime Vorgänge in dieser großen Personenanzahl besprochen worden wären. Waren Sie immer in Berlin in den Jahren 1943 folgende? Waren Sie in der Hauptsache in Berlin ansässig? Oder hat Ihre Aufgabe als Chef des Nachrichtendienstes Sie häufig von Berlin weggeführt? Ich war sehr viel von Berlin abwesend. Ich glaube, sagen zu können, die Hälfte der gesamten Arbeitszeit war ich nicht in Berlin. Konstant in Berlin war ich erst von dem Augenblick an, als das Hauptquartier nach Berlin verlegt gewesen ist. Nämlich in den Monaten, wann war das? In den Monaten Februar und März 1945. Auch im April 1945 war ich in zwei großen Etappen, einmal vom 28. März bis 15. April und dann vom 19. April bis zum letzten Tag des Krieges nicht in Berlin. In den Jahren 1943-44 kam ich praktisch erst im Mai 1943 nach Berlin. Denn so lange hatte ich ja meinen eigenen Apparat in Berlin, in Wien unten, um zu organisieren, neu auszurichten und nach Berlin zu übernehmen. Ich bin nur, ich glaube, in der ersten oder zweiten Februarwoche 1943 in Berlin geblieben, um die Antrittsbesuche zu machen. Und in der Zeit von Mitte Februar 1943 bis Februar 1945 war ich mindestens die Hälfte der Zeit auf Reisen. Ich habe über 400.000 Flug- und Autokilometer in meiner Nachrichtentätigkeit zurücklegen müssen. Und welches war
Ihre Beschäftigung in der Zeit Ihrer Abwesenheit von Berlin, hatten Sie in dieser Zeit keine unmittelbare Fühlungnahme mit Müller? Mit Müller bestimmt nicht. Ich habe auf diesen all meinen Reisen im gesamten Reichsgebiet nicht eine einzige Dienststelle der Staatspolizei jemals betreten. Eine Ausnahme bilden die Staatspolizeistelle in Linz, wo ich meine Familie vorübergehend hatte und von wo ich Fernschreiben an meine Zentrale nach Berlin richten konnte, aus rein technischen Gründen. Ich hatte keine andere Fernschreibmöglichkeit von dort. Ich bespreche nun einen Vorgang, der Ihnen von der Anklage zur Last gelegt wird. Es handelt sich mit wenigen Worten um folgenden Sachverhalt. Während der Unterdrückung der Warschauer Erhebung im Jahre 1944 sind Einwohner von Warschau in Konzentrationslager eingeliefert worden. Die Zahl wird von der Anklage mit etwa 50.000 bis 60.000 begrenzt. Weitere Deportationen sollen eingestellt worden sein. Und zwar durch eine Intervention des Angeklagten Frank bei Himmler. Ihre Person sei insofern nun eingeschaltet worden, als der Angeklagte Frank und dessen Staatssekretär Bühler Sie gebeten hätten, Sie möchten die Leute aus den Konzentrationslagern herausnehmen und in ihre Heimat zurückschicken. Ich frage Sie zunächst, hat eine solche Besprechung mit diesem Gegenstand bei Ihnen stattgefunden? Es hat eine Besprechung zwischen mir und Bühler stattgefunden. Der Gegenstand ist ein bedeutend anderer. Ich bitte ihn aufklären zu dürfen. Der sogenannte Warschauer Aufstand ist in rein militärischer Aktion niedergekämpft worden. Ich glaube, dass dieser Kampf unter der Führung des Chefs der Bandenkampfverbände von dem Bach Zelewski gestanden hat. Welche Kampfverbände er bei sich gehabt hat, weiß ich nicht. Ich muss annehmen, dass es gemischte Truppenverbände, Wehrmacht und Polizei gewesen sind. Eine Beteiligung meiner Dienststelle mit dieser rein militärischen Handlung ist von vornherein ausgeschlossen. Was Himmler und die Truppenverbände mit den Gefangenen gemacht haben, ist mir selbstverständlich auch nicht berichtet worden. Bühler kam nun aus einem ganz anderen Grund zu mir. Frank hatte, ich glaube schon durch eineinhalb Jahre oder noch längere Zeit, versucht, bei Hitler eine andere Politik im Generalgouvernement durchzukämpfen. Frank trat für eine Erteilung größerer Autonomie an das polnische Volk ein. Im Oktober 1944, ich glaube anlässlich eines polnischen Nationalfeiertages, plante nun Frank, diese erweiterte Autonomie zu erteilen. Die Ablehnung Hitlers, geschürt durch Himmler, aber auch andere Faktoren, ist evident gewesen. Nun sandte er Bühler zu mir mit dem Ziele, dass ich nachrichtendienstlich Vorschläge in derselben Richtung mache. Das heißt, Beteiligung der Polen an der Bezirksverwaltung und an der Regierungsspitze. Ich sagte beides Bühler zu. Er sagte weiter, bei dieser Gelegenheit will Frank eine großzügige Amnestie in Polen erreichen.
Dazu gehört die Entlassung der Gefangenen aus dem Warschauer Aufstand. Können Sie uns dabei nicht helfen? Ich fragte ihn, wo sind diese Gefangenen? Die hat Himmler jedenfalls in Gefangenen- und Konzentrationslager gegeben. Meine Antwort konnte nur gewesen sein. Dann hat er sie jedenfalls in die Rüstungsindustrie eingesetzt. Da werden Sie sie schwer herausbekommen. Aber auch ich werde für eine Amnestie eintreten. Das war meines Wissens der Sachverhalt. Hätten Sie die Möglichkeit gehabt, unter Geltendmachung Ihres gesamten Einflusses eine Entlassung herbeizuführen? Nein. Ich habe während meiner Amtstätigkeit, ich habe das auch wiederholt in der Voruntersuchung bekannt gegeben, mindestens 1000 Einzelanträge auf Entlassungen bekommen und jeden einzelnen Fall Himmler vorgelegt oder Himmler zugesandt. Meistens vorgelegt, indem ich sie in meine Vortragsmappe gelegt habe und bei den periodischen Vorträgen bei Himmler zur mündlichen Kenntnis brachte. Ich habe in vielleicht 2/3 aller Fälle einen Erfolg in der Richtung gehabt, dass er die Entlassung verfügte. In dem Ausmaß, wie Frank es über Bühler von Himmler erreichen wollte, hätte ich niemals eine Entscheidungsmöglichkeit oder auch nur die Möglichkeit, eine Entscheidung herbeizuführen gehabt. Das ist allein bei Himmler gelegen gewesen und war bestimmt von der Politik, die er hinsichtlich Polen mit Hitler besprach. Ich komme nun dazu, Ihnen eine Bekundung des Zeugen Schellenberg vorzuhalten. Dieser Zeuge hat am 3. Januar hier vor Gericht erklärt, dass die Räumung des Konzentrationslagers Buchenwald von Kaltenbrunner angeordnet worden sei. Kaltenbrunner habe erklärt, ja, das sei richtig, es handele sich bei dieser Räumung um einen Führerbefehl, der auch ihm, Kaltenbrunner, vom Führer bestätigt worden sei. Geben Sie hierzu eine Erklärung ab. Diese Aussage ist unbedingt unrichtig. Sie ist schon deshalb unrichtig, weil Hitler ganz bestimmt eine Räumung oder Nichträumung von Konzentrationslagern nie befohlen hat, sondern eine solche Verfügung nur von Himmler stammen konnte. Affidavit. Was ist ein Affidavit oder did he give the evidence? Schellenberg. Es war eine Aussage. So it was given in evidence, was it? Eine Aussage. Eine Aussage des Zeugen am 3. Januar. Wer also hat denn einen solchen Befehl überhaupt erteilt? Es kann sich nur um eine Befehlsgebung Himmlers selbst handeln. Und dieser Befehlsweg ist ja ganz klar Himmler-Pohl-Glücks-Lagerkommandant. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Himmler diesen Befehl auch unmittelbar an den Lagerkommandanten gegeben hat. Das weiß ich aber nicht. Eine Zwischenfrage. Haben Sie Kenntnis von diesen Befehlen bekommen? Nein, ich habe weder Kenntnis davon, noch wäre dieser Befehl in irgendeinem Zusammenhang zu mir persönlich zu bringen, weil ich ja genau das Gegenteil hinsichtlich Mauthausen befohlen habe. Und warum ich über Mauthausen erstmalig und einzig allein einen Befehl erteilen konnte, werde ich später erklären. Das hängt mit meiner Vollmacht vom 19. April 1945 zusammen. Bis dorthin hatte ich überhaupt niemals die Möglichkeit, im Namen Himmlers einen solchen Befehl zu erteilen. In dem gleichen Zusammenhang erwähne ich die Aussage des Zeugen Berger, die er hier am 3. Januar gemacht hat. Ich verlese ein oder zwei Sätze. Der Kommandant von Dachau, sagt Berger, oder sein Stellvertreter, telefonierte um ungefähr 12 Uhr und erklärte mir, er habe diese Order
nämlich die Räumungsorder, von Kaltenbrunner erhalten, nachdem er vom Gauleiter von München, dem Reichskommissar, aufgefordert worden sei. Ich frage, wissen Sie etwas von der Räumung Dachaus? Nein. Die Aussage Bergers ist deshalb unbedingt zu bezweifeln, weil er es gewesen ist, der von Himmler eine Vollmacht für Bayern und alle westlich bis zur Front verbliebenen Gebiete bekommen hat. Und zwar am selben Tage, wie ich sie hinsichtlich Österreich bekommen habe. Es wäre daher für mich... Fiel das Konzentrationslager Dachau in diesen von Ihnen eben genannten Vollmachtsbereich Bergers? Oder fiel diese Stadt in Ihren Befehlsbereich? Ja, Dachau liegt ja bei München in Bayern, selbstverständlich nur zu Berger. Wurde Dachau überhaupt geräumt? Das weiß ich nicht. Ich habe Bayern nie betreten, seit dem 19. April. Der Zeuge beruft sich auf das Datum vom 23. April 1945. Oder etwas später, sagte er. Ja, das habe ich vergessen. Wo waren Sie um diese Zeit? Ich bin am 19. April, 3 Uhr morgens, von Berlin weggefahren, über Prag nach Linz, mit dem Ziele Innsbruck, um mich dort neuerlich mit den Vertretern Burkhardts zu treffen. Ich habe von diesem Augenblick weder Berlin mehr verbindungsweise bekommen, noch jemals einen Fuß nach Bayern gesetzt oder Befehle dorthin gegeben. Mein Aufgabengebiet hat an der Grenze Österreichs aufgehört. Wie erklären Sie sich eine solche Aussage? Ich kann mir sie nicht anders erklären, als dass es um einen Irrtum sich handelt. Wenn Berger hier mir gegenübergestellt wird, bin ich restlos überzeugt, dass es aufgeklärt werden kann. Könnte es ein Räumungsbefehl mit der Unterschrift Himmlers gewesen sein? Ohne weiteres. Sie stehen unter der Anklage unter anderem, sich des Verbrechens gegen den Frieden schuldig gemacht zu haben. Sagen Sie dem Gericht, ob und was Sie getan haben, um während Ihrer Amtszeit alles zu tun, um dem Krieg ein Ende zu bereiten. Meinen Auftrag übernahm ich mit 1. Februar 1943. Die Situation, die ich im Reich angefunden habe, war die, dass mit diesem Tage, oder genauer mit dem 2. Februar 1943, mit dem Fall von Stalingrad, der Krieg nach meiner Überzeugung für Deutschland als unbedingt verloren entschieden war. Die Zustände, die ich aus einer vollkommen anderen Atmosphäre aus Österreich kommend angetroffen habe, haben all dies nur bestätigt. Ich erinnere daran, dass ich glaube am 2. oder 3. Februar im Auswärtigen Amt dem Staatssekretär Luther meinen Antrittsbesuch gemacht habe. Nichts ahnend, vormittags halb 12 Uhr, ich unterhalte mich mit ihm über aufzunehmende gemeinsame außenpolitische Nachrichtengewinnung. Bis 2 Uhr nachmittags. Um 4 Uhr nachmittag ist derselbe Staatssekretär Luther von der Staatspolizei verhaftet worden und in einen Konzentrationslager gebracht worden. Ich glaube, drastischer kann ich nicht erklären, in welche Situation ich versetzt worden bin und wie solche Vorgänge. What is this an answer to? What's the question it's an answer to? Sie müssen etwas schneller auf den eigentlichen Punkt zu sprechen kommen, was Sie getan haben, um dem Krieg ein möglichst rasches Ende zu geben. Ich könnte in diese Richtung noch viele Faktoren anführen. Meine erste Handlung
war die sofort im Frühjahr 43, sagt der Zeuge Hüttl. Ich glaube aber, es war schon im Februar 43, auf eine restlose Änderung der Kirchenpolitik zuzusteuern, um den Vatikan zur ersten Friedensmittlertätigkeit zu gewinnen. Das war meine erste Tätigkeit in dieser Richtung. Ich nenne den Namen Dulles. Ein Herr Dulles. Haben Sie mit diesem mittelbar oder unmittelbar in Verbindung gestanden? Und welchen Zweck hatte die Aufnahme dieser Verbindung? Ja, ich bin in Verbindung mit Mr. Dulles gestanden, und zwar über Hüttl. Seit Mai 1943 habe ich mit Hüttl und anderen die österreichischen politisch-oppositionellen Kreise schrittweise gewonnen und ihre Friedensfühler nach dem Auslande kennengelernt. Auf diesem Wege ist der Beauftragte des Präsidenten Roosevelt für Mitteleuropa, ich glaube, es war sein Wirtschaftsbeauftragter, ein Mr. Dulles in der Schweiz, mir berichtsmäßig in Erscheinung getreten. Dazu eine Zwischenfrage. Was wäre geschehen, wenn Hitler oder Himmler von dieser ihrer Haltung Kenntnis bekommen hätte? Mein Befehl an Hüttl und mein Wissen um dessen Tätigkeit ist nach strenger Auslegung ein hochverräterisches gewesen. Weil mir damals die Einstellung des Führers bekannt gewesen ist, die dahin ging, keinerlei Friedensfühler und keinerlei Gespräche aufzunehmen. Diese Meinung hat Hitler mir gegenüber in Gegenwart eines gewissen Wolf erst am 15. April 1945 geändert gehabt. Sind im Verlaufe dieser von Ihnen geschilderten sogenannten Friedenspolitik Reisen unternommen worden von einem Beauftragten in die Schweiz, um Verbindung mit dem genannten Herrn Dulles aufzunehmen? Sehr viele Reisen. Und zwar war dies nicht nur Hüttl, sondern mehrere andere Persönlichkeiten. Ich verweise zum Beispiel auf meine Besprechungen, die ich mit einem Grafen Potocki hatte und den ich ebenfalls bat, zum selben Kreis vorzustoßen und dieselben Informationen angloamerikanischen Kreisen in der Schweiz weiterzuleiten. Ich glaube, wir können dieses Thema verlassen. Das Wesentliche haben Sie nach meiner Auffassung berichtet. Es ist nicht nur dieser Versuch gewesen, sondern es sind noch viele andere gewesen. Ich komme jetzt zu Ihren Beziehungen zu dem Präsidenten des Roten Kreuzes, Professor Burkhardt, und frage Sie, ist es richtig, dass Sie im Jahre 1945 eine Besprechung hatten mit Professor Burkhardt mit dem Ziel, die Lager, Gefangenenlager, Konzentrationslager, dem Roten Kreuz zu eröffnen, damit Medikamente und so weiter in diese Lager verbracht werden könnten? Ja, ich habe diese Beziehungen mit Präsident Burkhardt lange gesucht, und es kam mir der Umstand zugute, dass er selbst um eine Begegnung mit Himmler gebeten hatte. Himmler hatte aber von Hitler nicht die Erlaubnis zu einer solchen Begegnung bekommen. Und zwar deshalb nicht, weil er zur damaligen Zeit Befehlshaber an der nördlichen Weichselfront gewesen ist. Und die Begegnung mit Burkhardt nur oben im Frontgebiet hätte stattfinden können. Ich habe daher versucht, diese Begegnung Burkhardts mit einer verantwortlichen Reichspersönlichkeit auf mich zu ziehen. Das ist nach langem Hin und Her und trotz vieler Schwierigkeiten
mir gelungen. Zur persönlichen Aussprache mit Burkhardt ist es am 12. März gekommen. Kam eine Einigung zustande und ist im Rahmen dieser Vereinbarung tatsächlich Hilfe geleistet worden? Und ja. In welcher Weise? Es ist weitgehende Hilfe geleistet worden. Und zwar, es ist ein Übereinkommen zustande gekommen, demzufolge alle ausländischen Zivilinternierten mittels des Roten Kreuzes aus allen Lagern des Reiches in die Heimat zu entlassen seien. Haben Sie sich dafür eingesetzt? Ich habe aber in erster Linie bei dieser Besprechung erreicht, dass ich durch Zusagen an Burkhardt die maßgeblichen Stellen des Reiches so weitgehend präjudiziert habe, dass sie nicht von diesen Abmachungen mehr zurückstehen konnten. Und darin habe ich den größten Erfolg mit Burkhardt gesehen. Ist es richtig, dass Sie um etwa 3000 französische und belgische Zivilinternierte durchzuschleusen, durch die Front damals, mit dem Hauptquartier des Generals Kesselring in Verbindung getreten sind? Ich habe in einem Funkspruch dieses Hauptquartier gebeten, so wie englisch-amerikanischerseits die Bereitwilligkeit dazu vorlag, auch deutscherseits die Durchschleusung solcher Transporte durch die kämpfende Frontlinie zu gestatten. Das genügt schon. Ist es dann richtig? Dr. Gavin, he said March the 12th. He didn't give the year. 1945. Ich habe es nicht verstanden. Ja, 12. März. But what year? 1945. Wie viele Menschen insgesamt sind durch Ihre Intervention in die Heimat gekommen? Sie müssen hier zwei Zeitabschnitte unterscheiden. Der erste Zeitabschnitt betrifft die Zeit vor der persönlichen Begegnung am 12. März und dann später. Sie können diese Frage meines Erachtens kurz beantworten. Es kommt hier auf die Zeitabschnitte nicht an. Es sind mindestens 6.000 Zivilinternierte Frankreichs, Belgiens, aller westlichen europäischen Staaten, auch Balkanstaaten gewesen, die in diese Besprechungen eingeschlossen waren. Es sind mindestens 14.000 jüdische Häftlinge gewesen, die im Orte Gunskirchen dem Roten Kreuze zur unmittelbaren Betreuung übergeben wurden. Genügt. Es betrifft das gesamte Lager Theresienstadt. Und ist es richtig schließlich, ich bitte das auch nur ganz kurz zu bejahen oder zu verneinen, ob auf Ihre Intervention hin in Konstanz am Bodensee eine besondere Verbindungsstelle mit dem Roten Kreuz errichtet wurde, zum Zwecke der Erleichterung und weiteren Durchführung dieses Programms? Ich habe eine Verbindungsstelle mit dem Roten Kreuz in Lindau, in Konstanz eingerichtet. Es genügt. Die Anklage macht Sie verantwortlich im Rahmen eines angeblich von Ihnen an Fegelein abgegebenen Funkspruchs. In diesem Funkspruch heißt es, ich bitte dem Reichsführer zu melden, dass alle Vorkehrungen gegenüber Juden, politischen und Konzentrationshäftlingen im Protektorat von mir heute persönlich getroffen wurden. Ich frage Sie, ist ein solcher Funkspruch von Ihnen abgegangen? Er ist nicht zur Absendung gekommen, weil die technische Verbindung nicht wiederhergestellt gewesen ist. Herr Präsident, ich habe keine Nummer genannt. Es ist nicht vorgelegt, aber in der Anklageschrift im Teilbrief enthalten.
Seite 14 des Trial-Briefes. I think it is 2519 PS. Ja. Jawohl. And it was presented in court. Es ist dieser Funkspruch geplant gewesen. Der Text stammt wahrscheinlich von meiner mich begleitenden Adjutanten, wurde von mir nicht persönlich verfasst, kam aber wie gesagt nicht mehr zur Absendung. Ich hatte am 19. April 1945 die Vollmacht bekommen, im Sinne der Burkhardt-Besprechungen freihändig zu verfügen, und zwar über ausländische Zivilinternierte und hinsichtlich des Betretens aller Lager durch das Rote Kreuz. Ich habe bei dieser Gelegenheit erklärt, und zwar in Gegenwart Hitlers und Himmlers, dass mich mein Weg über Prag, Linz nach Innsbruck führe. Ich käme dabei bei Theresienstadt vorbei. Dort befinden sich aber nicht nur jüdische Häftlinge, die der Betreuung durch das Rote Kreuz zugeführt werden sollen, sondern auch tschechische politische Häftlinge. Ich regte an, dass auch hier die Entlassung erfolgen möge. Und auf das bezieht sich dieser Funkspruch. Ich hatte hierzu ausdrücklich, aber erst am 19. April, abends 6 Uhr, Vollmacht bekommen. Die Anklage könnte daraus zunächst mit Recht herleiten, dass Sie auch für Konzentrationsfragen zuständig seien. Ich frage Sie und bitte Sie, mit Ja oder Nein zu antworten. Ist es richtig, dass die eben von Ihnen genannte Vollmacht vom 19. April 1945 die erste Vollmacht war auf diesem Gebiet überhaupt? Ja. Ich hätte sonst einer neuerlichen Vollmacht ja überhaupt nicht bedurft, wenn ich sie bis dorthin gehabt hätte. In einer Rede Himmlers vom 3. Oktober 1943 in Posen vor den höheren SS- und Polizeiführern werden Sie als Nachfolger Heydrichs bezeichnet. Die Anklage sieht darin eine Bestätigung für die gesamte Exekutive und für ihre außerordentliche Machtbefugnis auf diesem Gebiet. Ist dieser formelle Ausdruck, der sicherlich so gefallen ist, der Sachlage gerecht geworden oder nicht? Nein, ich wehre mich schärfstens und habe es auch in der gesamten Voruntersuchung getan, als ein Nachfolger Heydrichs bezeichnet zu werden. Wenn mich Himmler in meiner Abwesenheit so bezeichnet hat, oder wenn er auch schon früher einmal in der Presse eine derartige Notiz oder Bekanntmachung lanciert hatte, so ist dies ohne mein Wissen und ohne meinen Willen geschehen und ist beim ersten Mal hinsichtlich der Pressenotiz auf eine heftige Reaktion meinerseits gegenüber Himmler gestoßen. Ich bin an dem Tage, von dem Sie hier sprechen, an einer Venenentzündung erkrankt, in Berlin gelegen, im Gipsverband, und bin deshalb nicht zu dieser Besprechung gekommen. Ich habe zu Heydrich weder im Vollmachtsumfang noch in allen Äußerlichkeiten auch die geringste Vergleichsmöglichkeit. Ich will hier ganz kurz sagen, dass ich bis zum letzten Tage meiner Tätigkeit vom Gehalte eines Generals der Ordnungspolizei mit 1820 Mark zu leben hatte. Und dass Heydrich in seinem Amt Bezüge über 30.000 Mark hatte. Nicht als Honorierung eines höheren Dienstranges, sondern in Anerkennung seiner ganz anderen Positionen, die er hatte. Ein Vergleich ist überhaupt unbillig. Ich frage Sie weiter. Ist es richtig, dass Himmler den Heydrich fürchtete? Und zwar deshalb, weil ihm Heydrich zu sehr mit Machtvollkommenheit ausgestattet war. Und dass er deshalb in ihrer Berufung
gerade den Mann glaubte gefunden zu haben, der ihm, Himmler, völlig ungefährlich war. Die Anklagebehörde hat sie in diesem Zusammenhang in eine Parallele gestellt mit Heydrich und, wie ich eben schon sagte, sie als den zweiten Heydrich bezeichnet. Das Verhältnis zwischen Himmler und Heydrich ist vielleicht folgendermaßen zu charakterisieren, ganz kurz. Heydrich war der weitaus intelligentere von beiden. Er war zuerst ein außergewöhnlich gefügiges und gehorsames... Yeah. Dr. Kaufmann, we don't want to know whether Heydrich, anything about Heydrich's intelligence. The witnesses said over and over again that he wasn't his successor. Dann darf ich die Frage noch einmal, die ich bereits vorhin gestellt hatte, wiederholen. Sie lautet, wollte Himmler durch ihre Berufung einen Mann haben, der ihm, Himmler, völlig ungefährlich war? Er wollte niemals mehr eine solche Exekutivgewalt, wie sie in der Hand Heydrichs zusammengeballt war, aus der eigenen Hand weggeben. In dem Augenblick, in welchem Heydrich tot gewesen ist, hat Himmler das gesamte Amt übernommen und niemals mehr den Exekutivapparat aus dieser Hand entlassen. Er hatte einmal die Erfahrung gemacht, wie gefährlich ihm ein Chef Sicherheitspolizei werden kann in der Person Heydrich. Ein zweites Mal wollte er das nicht riskieren. Sie wollen also damit im Endergebnis sagen, dass nach dem Tode Heydrichs Himmler die gesamte Exekutive in seiner Hand halten wollte und gehalten hat. Jawohl. Nun zu einer anderen Frage. Sie haben gestern bekundet, den Begriff der sogenannten Endlösung erst später erfahren zu haben. Tatsächlich liegen derartige Aufträge von Himmler an Heydrich und an Eichmann bereits im Jahre 1941 oder 1942. Ist es richtig, dass Sie öfter mit Himmler zusammenkamen? Waren Sie mit Himmler befreundet? Es ist vollkommen falsch, ein Verhältnis zwischen mir und Himmler, ein freundschaftliches, zu bezeichnen. Ich habe von ihm, so wie jeder andere Beamte, eine äußerst kühle und zurückhaltende Behandlung erfahren. Er war nicht der Mann, der irgendein persönliches Verhältnis zu jemandem hat herstellen können. Es liegt nahe, wenn ich mich in die Situation der Anklage versetze, dass Sie Kenntnis über die Endlösung und deren Begriff gehabt haben müssen, wenn Sie öfter mit Himmler zusammenkamen. Ich frage Sie deshalb nochmals, hat Ihnen Himmler nicht einmal über diese Endlösung reinen Wein eingeschenkt? Nein, in dieser Form nicht. Ich habe gestern hier erklärt, dass ich aufgrund aller Unterlagen, die sich bei mir im Sommer und Herbst 1943 angesammelt hatten, auch Feindfunk, auch Auslandsmeldungen, die Überzeugung durchgesetzt hatte, dass die Behauptung von Vernichtung jüdischen Menschenlebens richtig sei und dass ich mit dieser nunmehr in mir selbst gereiften Überzeugung sofort zu Hitler gegangen bin und 24 Stunden später zu Himmler und ihnen dies vorgehalten habe und erklärt habe, dass ich hierzu auch nicht eine Minute meine Hand reichen könne. Ich habe von diesem Zeitpunkt an... Sie haben das schon gestern gesagt. Sie brauchen es nicht mehr zu wiederholen. He told us that before, you know. Ja. Yesterday. And you told us you would finish in an hour. You've now been nearly an hour and a half. Ich habe noch zwei oder drei Fragen.
dem Trialbrief der Staatsanwaltschaft. Ist eine Bekundung von Schellenberg erwähnt, die lautet: Aber wie mache ich's denn mit Kaltenbrunner? Er hat mich dann völlig in seiner Hand. Diese Erklärung hat Schellenberg in einer eidlichen Erklärung abgegeben. Himmler soll das geäußert haben. Geben Sie ganz kurz eine Erklärung, ob Sie eine derartige Erklärung Himmlers überhaupt für wahrscheinlich halten. Ich halte eine solche Erklärung nicht für wahrscheinlich. Wenn er sie geäußert hat, so kann sie nur in dem Zusammenhang mit Burkhardt gefallen sein. The tribunal doesn't think that's a possible question to put to the witness. Im Trialbrief ist ein Dokument dieser Art vorgelegt und ihm zur Last gelegt worden. Aber wenn das Gericht es nicht wünscht, ich verzichte gerne auf diese Frage. It seems to be merely a matter of argument, and you can criticize this affidavit if the affidavit is in evidence. Ja. Dann komme ich zu der letzten Frage. Ich frage Sie nun, ob für Sie die Möglichkeit bestanden hat, nach allmählicher Kenntnis der Zustände innerhalb der Gestapo, der Konzentrationslager und so fort, eine Änderung herbeizuführen. Es bestand. Ich bin noch nicht fertig. Wenn diese Möglichkeit bestanden hat, können Sie sagen, dass durch Ihr Verbleiben im Amt eine Abschwächung auf diesem Gebiet und eine Besserung der Verhältnisse eingetreten ist? Ich habe mich wiederholt an die Front gemeldet. Aber die brennendste Frage, die ich persönlich bei mir zu entscheiden hatte, war: Wird der Zustand damit gebessert, gemildert oder geändert? Oder hast du selbst die Pflicht, alles zu tun auf diesem Posten, was zur Abänderung aller hier gegeißelten Zustände möglich ist? Auf die wiederholten Ablehnungen meiner Bitte um Frontverwendung konnte ich daher nicht anders, als mich persönlich dafür einzusetzen, ein System zu ändern, an dessen ideellen und gesetzlichen Grundlagen, wie alle hier vorgewiesenen Befehle vor meiner Zeit längst dargetan haben, ich nichts ändern konnte, sondern nur versuchen konnte, diese Methoden zu mildern, um sie endgültig beseitigen zu helfen. Hielten Sie es also mit Ihrem Gewissen vereinbar, trotzdem zu bleiben? Ich konnte meiner Ansicht nach die Möglichkeit, auf Hitler, auf Himmler und andere Personen immer wieder einzuwirken, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, diese Position aufzugeben. Ich habe es für meine Pflicht gehalten, gegen Unrecht persönlich aufzutreten. Ich habe keine Fragen mehr, Herr Präsident. Ich habe keine. Ich bin über adjourned. Das muss ich. Hello, sound recording. Adjourned for 10 minutes, I guess. Hello, hello, hello. Hello, sound recording. Adjourned for 10 minutes. Hello.
off a test. Any of the defendant's counsel wish to ask any questions of the defendant? Wissen Sie, Herr Zeuge, dass Schacht, bevor er in die Haft der Siegermächte kam, in ein Konzentrationslager gesessen hat? Ja. Seit wann wissen Sie das? Seitdem mir seine Frau einen Brief geschrieben hat, ich glaube, mit der Bitte, vorstellig zu werden, damit sie ihren Mann besuchen könne. Wann war das ungefähr? Ich nehme an, um Weihnachten 1944. Wissen Sie etwas? Oder können Sie sich eine Vorstellung davon machen, auf wessen Veranlassung Schacht ins Konzentrationslager gebracht worden ist? Ich habe diese Zeilen der Gattin, Herrn Schacht, ich glaube, noch am selben Tag mit Kurier in die Adjutantur Hitlers geschickt. Und ich glaube, über Fegelein oder einen Adjutanten Hitlers die Auskunft bekommen, dass Stellungnahme Himmlers eingeholt werden wird. Wiederum einige Zeit später erfuhr ich, dass Schacht auf Befehl Hitlers festgenommen worden sei. Und zwar deshalb, weil er im Verdachte gestanden sei, zusammen mit Gödeler oder jedenfalls einem Exponenten des Attentates und des Hochverratsplanes vom 20. Juli 1944 im Zusammenhang zu stehen. Ich habe hier einen Brief vor kurzer Zeit erhalten von einen früheren KZ-Insassen, der von dem Obersturmbannführer Stawitzki, kennen Sie den? Nein. Das war der letzte Kommandant von Flossenburg, von dem Konzentrationslager Flossenburg. Also in diesem Brief teilt mir dieser Schreiber mit, dass dieser Stawitzki ihm gesagt habe, er hätte Befehl, Schacht umzubringen. Und zwar gemeinschaftlich mit den übrigen Sonderhäftlingen, die da waren. Das war also Canaris, Oster und so weiter. Wissen Sie etwas von einem derartigen Mordbefehl gegenüber Schacht? Nein. Halten Sie für möglich, dass Stawitzki aus eigener Machtvollkommenheit sich zu einer derartigen Maßnahme entschließen würde? Nein. Kann ich Ihre Antwort dahin verstehen, dass eine solche Anordnung nur von höchster Stelle, also entweder von Hitler oder von Himmler ausgegangen sein kann, wenn sie erfolgt ist? Ja, das können Sie annehmen. Hinsichtlich der Person Schacht könnte es nur eine Anordnung Hitlers selbst gewesen sein. Danke. Dr. Merkel für die geheime Staatspolizei. Ich habe einige Fragen an den Zeugen. Herr Zeuge, in der Anklageschrift wird behauptet, die Staatspolizei habe in den Jahren 43 bis 45 etwa 40.000 bis 50.000 Mitglieder gehabt. Können Sie sich dazu ganz kurz äußern? Ich glaube, dass die Zahl etwas zu hoch ist.
Wie hoch schätzen Sie die Zahl? Ich würde eher annehmen 35 bis 40.000. Wie viele Stabo-Beamte waren in den besetzten Gebieten tätig? Ungefähre Zahl. Das kann ich Ihnen auch nicht annähernd sagen. Ich glaube aber, eine Zahl gehört zu haben, zum Beispiel im besetzten Gebiet Frankreichs mit 800 Personen. Wissen Sie, wem diese Beamte in den besetzten Gebieten unterstellt waren? In den besetzten Gebieten dem Befehlshaber Sicherheitspolizei und dieser dem höheren ersten Polizeiführer des betreffenden Gebietes. Wissen Sie etwas davon, dass in den Dienststellen der Kommandeure der SIBO und des SD in den besetzten Gebieten Kripo-Beamte, also Beamte der Kriminalpolizei, Staatsaufgaben staatspolitischer Natur durchgeführt haben? Das wäre möglich. Wie hoch ist etwa die Zahl der in den Einsatzgruppen A bis E im Osten eingesetzten Stabo-Angehörigen? Das weiß ich nicht. Wissen Sie etwas darüber, ob diese Beamte mit ihrer Eingliederung in den Einsatzgruppen aus dem Bereich der Staatspolizei ausschieden und in einer Sonderformation, nämlich dieser Einsatzgruppe, verwendet wurden?